Ja, hallo, willkommen wieder auf Tucke. Möchte ich euch einmal eine alternative Methode vorstellen, um das bei der Aufnahme von Kugelpanoramen störende Stativ wegzubekommen. Ich habe dazu vor ein paar Tagen ein entsprechendes Panorama aufgenommen. Wenn die Anzeige hier aktualisiert wird, seht ihr hier die einzelnen Aufnahmen, hier auch die Aufnahmen, auf denen das Stativ sichtbar ist. Wir gehen nun hin und laden die Bilder in PTGUI. Wichtig ist hier wegen der Maskierung die Pro-Version, weil die reguläre Version die Maskierung nicht beherrscht. So, PTGUI hat jetzt die einzelnen Bilder geladen. Und als allererstes lassen wir einfach mal den Automatismus von PTGUI laufen, um die Bilder entsprechend auszurichten. Es handelt sich hierbei um 16-Bit-TIFF, dann dauert das schon eine kleine Weile. So, er gibt mir hier eine Warnung, dass er nicht zu allen Bildern Kontrollpunkte finden konnte. Die werden wir mal in dem Falle beachten, um uns das anzuschauen. Er sagt uns jetzt hier, dass er bei Bild 9, wir machen das jetzt mal, dass wir das ganze Bild sehen können, keine Kontrollpunkte finden konnte. Bei diesem Foto verwundert das nicht wirklich sehr, weil er kaum Anhaltspunkte hat, um hier Kontrollpunkte an verschiedenen Punkten im Bild mit dem Nachbarbild zu setzen. Trotzdem rufen wir jetzt mal den Editor auf und wir sehen hier, dass das Bild eigentlich schon relativ vernünftig aussieht, nur durch die Zuordnung hier fehlt hier ein oberer Bereich. Wir lassen uns jetzt einfach mal die einzelnen Bilder anzeigen und wir sehen hier, dass er aufgrund der Tatsache, dass zu Bild 9 keine Kontrollpunkte gefunden werden konnte, hier das Bild mehr oder minder mittendrin platziert hat. Wir können aber jetzt dieses Bild nehmen und wir können ja auch im Editor ausrichten und wir sehen jetzt auch, wo dieser Bereich hingehört. Der gehört nämlich relativ exakt hier vorne rein auf diesen Hügel. So, jetzt machen wir wieder Blendmodus, dass wir das ganze Panorama sehen. Und so sieht eigentlich unser Kugelpanorama schon relativ gut aus, bis natürlich auf die Tatsache, dass hier noch das Stativ zu sehen ist. Wir gehen nun hin und gehen, halt, wir müssen jetzt erst hier den Advanced Modus auswählen und gehen jetzt hin und suchen uns die Bilder, auf denen das Stativ zu sehen ist und maskieren hier das Stativ in den Aufnahmen aus. So, ich habe jetzt in der Zwischenzeit bei den vier betroffenen Aufnahmen hier mit dem Maskierungsmodus von PTGUI das Stativ ausmaskiert. Wenn ich jetzt wieder mit Steuerung E in den Editor wechsle, sieht das dann so aus. Das heißt, hier fehlt uns einfach ein Bereich. Aufnahmen zusätzlich ein sogenanntes Nadir-Bild gemacht. Ich hoffe, ihr könnt es in der Auflösung erkennen. Hier sind die vier Aufnahmen mit dem Stativ drauf in diesem Bereich dieser Pflasterung, die jetzt schon ausmaskiert wurden. Zusätzlich habe ich jetzt eine Aufnahme gemacht, circa um 1,50 Meter versetzt, wo der Platz, der ursprünglich vom Stativ eingenommen wurde, hier ganz klar zu sehen ist. Dieses Bild werde ich jetzt in PTGUI einfügen. Wir gehen dann auf Sources und sagen da Add und nehmen uns das letzte Bild. So. Dann gehen wir vorher noch in Optimizer und lassen dieses letzte Bild als sogenannte Viewpoint Correction laufen. Allerdings jetzt noch für dieses letzte Bild noch ein paar Kontrollpunkte erzeugen. Wir nehmen jetzt einfach mal hier das
letzte Bild der Reihe und dieses erzeugte Nadia-Bild. Wir gehen jetzt mal wieder auf 50. Wir gehen dann auf den anderen Stativbein. Nur damit man einen Anhaltspunkt bekommt. Und jetzt sehen wir hier schon entsprechende Kanten, wie zum Beispiel hier vorne den Stein, der hier liegt. Da setzen wir jetzt manuell einen Kontrollpunkt drauf. So. Dann da oben den weißen Stein, den man da erkennen kann, oder Papierrest oder was das ist, setzen wir auch mal einen Kontrollpunkt drauf. Und dann suchen wir uns vielleicht noch einen weiteren markanten Punkt, nämlich hier. So, und dann gehen wir in den Optimizer zurück, lassen den einmal über die Taste F5 laufen. Okay, und jetzt sagt er uns, es ist bad. Wir gucken uns das mal im Kontrolleditor an. Ich schätze mal, dass sich der Optimizer irgendwo festgefressen hat. Aber selbst das kann man, wenn es nur überhaupt nicht weitergeht, ich habe nämlich hier in den Einstellungen für die einzelnen Bilder jetzt gesehen, dass jetzt auch endlich das Bild 16, welches ich also zuletzt hereingeladen habe, auch endlich benutzt wird. Den kann man hier über Alt F5 bzw. über das Menüprojekt initialisieren und nochmal komplett laufen lassen. Und ihr seht, dass jetzt das Ergebnis auch von PTGUI gemeldet schon ganz anders aussieht. Wenn wir uns jetzt in der normalen überblendeten Ansicht das Panorama anschauen, dauert jetzt immer einen Moment, bis dass er das gerechnet hat, sehen wir hier schon ein relativ gutes Panorama. Jetzt fehlen hier noch, ich denke mal über die Geschichte mit dem neunten Bild, jawohl, immer noch die, Moment, wo ist unser Berghügel da? So, halt. So. Jetzt lassen wir das wieder überblenden. Lassen PTGUI rechnen. Und ihr seht, dieses Panorama kann man jetzt so ausgeben, ohne dass im Bodenbereich eine Retusche für das Stativ erforderlich ist. Das war die kleine Anleitung zu PTGUI von mir. Ich hoffe, dass euch der Beitrag gefallen habt, hinterlasst mir doch eure Kommentare. Ciao, bis demnächst. Dux Oche.